Dieses Video ist an alle, die aktiv im Door-to-Door-Bereich arbeiten, die sich weiterentwickeln wollen, die ein Vorbild werden wollen. Egal, ob du einfach nur ein geiler Verkäufer sein möchtest, ob du ein Teamleiter werden möchtest, der viele Mitarbeiter hat oder ein Geschäftsführer bist, der große Strukturen tatsächlich verwaltet und einfach das ganze Ding nach oben treiben möchte. Mit dem Titel, wenn ich wollte, könnte ich. Viel Spaß mit dem Video. Viele Menschen wiegen sich in künstlicher Sicherheit, indem sie sagen, wenn ich wollte, dann könnte ich das erreichen. Ich habe doch mehrmals 5 an einem Tag geschrieben. Ich könnte theoretisch über 100 im Monat schreiben. Ich habe schon mal eine 10 geschrieben. Wenn ich mich wirklich reinhängen wollte, dann würde ich mindestens 200 Verträge in einem Monat schreiben. Fabian, wenn ich genauso viel an der Tür gearbeitet hätte wie du, dann würde ich auch 300 in einem Monat schreiben. Warum machst du es dann nicht? Warum machst du es dann nicht? So, wenn man sich sowas sagt, wenn ich wollte, könnte ich, dann wiegst du dich einfach nur in künstlicher Sicherheit. Du kannst es überhaupt nicht. Du kannst es nicht. Warum? Weil der Großteil gar nicht nur, das ist an einem Tag irgendwie was zu können und dann kannst du das auf einen Monat hochrechnen, sondern der Großteil von so einem Monatsziel ist dann dein Mindset durchzuhalten. Auch wenn du schon 10 Tage in Folge geackert hast, jeden Tag dasselbe gesagt hast, den 11., 12., 13., 14. Tag mit demselben Elan aufzuwachen, mit demselben Elan an die Tür zu gehen, denselben Hunger beizubehalten. Wenn du schon mal 10.000 Euro im Monat verdient hast, trotzdem den Hunger zu haben, das auf 15, auf 20 tatsächlich auszuweiten, die Tage mitzumachen, wo es nicht so ist, auszugleichen mit viel höheren Zahlen, mit einem 17er, 18er, 19er, 20er Tag, weil du den Tag davor vielleicht mal einen Scheißtag hattest und nur 3, 4 Verträge geschrieben hast. Der Großteil spielt sich erst ab, wenn du wirklich durchziehst. Und du kannst dich gar nicht in der Theorie auf diese ganzen Sachen vorbereiten. Ja, theoretisch können viele Menschen, die mit 14, 15 schon auf dem Land mit dem Traktor vom Vater gefahren sind, direkt sich in eine Karre reinsetzen und Auto fahren. Das heißt aber noch lange nicht, dass die in der Lage sind, Langstrecken zu fahren. Das heißt auch noch lange nicht, dass die in der Lage sind, Nachtstrecken zu fahren oder die deutsche Straßenverkehrsordnung zu lesen. Das heißt auch noch lange nicht, nur weil du Gas und Bremse betätigen kannst, dass du, wenn du an der Kreuzung stehst, wo ungefähr 8 Verkehrszeichen sind, du in der Lage bist, alle gleichzeitig zu lesen, in den Rückspiegel zu schauen, noch den Schulterblick zu machen, loszufahren, die Autos abzupassen und so weiter und so fort. Da steckt viel, viel, viel mehr dahinter. Wenn jemand sagt, ja, theoretisch könnte ich, wenn ich wollte, dann würde er es doch machen. Aber du kannst es erst, wenn du es gemacht hast. Ja, die Entscheidung ist erst getroffen, wenn die Handlung erfolgt ist. Wenn du dir sagst, ja, diese Woche schreibe ich 50 Verträge, 100%, du machst das dann nicht, dann war es ja gar keine Entscheidung gewesen. Dann war es einfach irgendeine wirre Vision, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun gehabt hat. Aber es ist erst passiert, wenn die Entscheidung, beziehungsweise wenn die Handlung erfolgt ist. Erst dann ist es tatsächlich passiert. Ich will euch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich bin jetzt selber seit über 3 Jahren, 3,5 Jahren mittlerweile im Door-to-Door-Business tätig. So, 3 Jahre war ich voll wirklich an der Tür. Mittlerweile bin ich sehr, sehr wenig noch an der Tür. Noch einmal im Monat, um einfach drin zu bleiben in der gesamten Thematik. Aber ich habe mich natürlich weiterentwickelt und mittlerweile ganz, ganz andere Aufgabenbereiche dazu gewonnen und verwalte eher die Standorte und habe viele, viele andere Aufgaben. So. Ich habe aber die ganzen Zahlen gemacht. Ich habe mehrmals über 200 Verträge in einem Monat geschrieben. Ich habe ausnahmslos immer jeden Monat über 100 Verträge geschrieben. Ich habe dutzende Male über 20 Verträge an einem Tag geschrieben. Ich habe die ganzen Zahlen zum Vorweisen. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Sie sind da, es ist passiert. Sabrina war damals auch 3 Monate an der Tür. Ja, sie hat nie das Ziel verfolgt, wie ich, so intensiv an der Tür zu sein, weil ihre Stärken auch in ganz, ganz anderen Bereichen liegen und sie vor allem den ganzen Teil abdeckt, den ich nicht abdecken kann in der Unternehmerhinsicht, war aber damals, als sie in der Tür gewesen war, eigentlich besser als ich. Also sie hatte jeden Tag immer schnell bis 13, 14 Uhr 5, 6 Verträge. Rein theoretisch mit ihrem psychologischen Wissen, ihrem Auftreten und ihrem guten Aussehen wäre sie in der Lage, an der Tür locker easy 15 am Tag zu schreiben. Wenn sie einfach mehr Routine reingewinnt und dann so viel Spaß entfachen könnte bei der Tätigkeit, wie ich sie entfachen konnte, sodass sie in einem Monat vielleicht sogar 250, 300 Verträge schreibt. Warum, wenn sie es aber in der Theorie besser könnte, fragen mich alle nach den Einwandsbehandlungen. Warum fragen mich alle nach dem Pitch? Warum wollen alle von mir die Vertriebstraining haben und von ihr die Mindset-Themen, die psychologischen Themen, die unternehmerischen Themen? Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Theorie nicht reicht.
Es reicht nicht, wenn du sagst, theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich. Weil wenn du es könntest, würdest du es machen. Und erst dann kannst du etwas. Alles andere hält dich komplett in deiner Komfortzone, wiegt dich künstlich in Sicherheit und wird dich niemals zu den Ergebnissen bringen, wo du eigentlich hin willst. Ich erlebe von vielen Leuten, die sagen, also die jetzt, die zum Beispiel jahrelang an der Tür gewesen sind, auch in der Vergangenheit mehrmals über 100 Verträge geschrieben haben, auch mehrere Zehnertage haben, die sich jetzt ein Team aufbauen, die ersten 5, 6 Leute haben und sich wundern, warum die Zahlen der Mitarbeiter so schlecht sind. Ja, selber sind sie aber nur noch einen Tag die Woche draußen, zum dem Zeitpunkt der Aufbauphase, schreiben da zwar immer 5, 6, 7 Verträge, wenn sie draußen sind, aber haben trotzdem im Monat nur 25, 30 Aufträge gesamt, weil sie halt nur einmal die Woche an der Tür sind. So, die Zahlen der Mitarbeiter sind dementsprechend schlecht, weil, auch wenn du denen immer wieder sagst, ja, theoretisch könnte ich über 100 Verträge schreiben, guck mal, ich habe doch heute auch 5, 6, 7 geschrieben, rechne dir das doch mal auf einen Monat hoch, das wären doch schon 120 Verträge im Schnitt tatsächlich. Ja, theoretisch könnte ich auch 200 schreiben, wenn ich wollte, ich müsste ja einfach nur an den Tagen, wo ich 5, 6, 7 schreibe, einfach nur nochmal 4 Stunden länger arbeiten und dann habe ich das jetzt drin. Das glaubt dir kein Mensch. Es glaubt dir einfach keiner. Die Leute sagen dann, ja, wenn ich wie er nur einmal die Woche rausgehen würde, dann würde ich ja 6 Tage Zeit haben, mich zu erholen. Dann ist das ja ganz leicht, 5, 6, 7 Verträge an einem Tag zu schreiben. Aber wenn ich ja 5 Tage die Woche raus muss, kriege ich halt nur 1, 2 am Tag hin. Das wäre bei ihm wahrscheinlich ganz genauso. Wenn du mal in der Vergangenheit vor 2 Jahren irgendwie 100 Verträge im Monat geschrieben hast und das seitdem gar nicht mehr gemacht hast und vor allem den Mitarbeitern, die du jetzt eingestellt hast, denen das nie vorgemacht hast, dann werden sie es einfach nicht glauben. Es ist überhaupt nicht greifbar. Sie haben es überhaupt nicht in der Praxis gesehen. Ja, und wie gesagt, der größte Teil ist überhaupt nicht, also jeder kann an einem Tag mal geil performen, das kann jeder. Aber den Elan, die Disziplin, das Mindset aufrechtzuhalten, dass man nicht nur einen Monat, sondern Monate, Jahre wirklich hinzubekommen, hohe Leistungen jeden Monat abzurufen, und damit meine ich nicht nur hohe Tagesleistungen, sondern vor allem auch hohe Monatsleistungen, das können nur die, die es wirklich gemacht haben. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, du kannst dich entscheiden, ein Laberkopf zu sein oder jemand, der einfach macht. Jemand, der wirklich die Ergebnisse tatsächlich vorruft. Und ja, es ist möglich, sich aus dem Door-to-Door so rauszuarbeiten, dass du selber gar nicht mehr im operativen Geschäft tätig bist, sondern ausschließlich nur noch im Managementbereich, also selber nicht mehr aktiv an der Tür stehst. Aber wenn du diesen Punkt erreichen willst, dann musst du deine Leute so gut geschult haben, so viele Führungskräfte nachgezogen haben, die von dir in der Praxis bewiesen bekommen haben, dass es möglich ist, so viele Verträge zu schreiben, dass du dich dann irgendwann tatsächlich mit den richtigen Systemen und Prozessen rausziehen kannst. Wenn du das aber niemals deinen Leuten vorgemacht hast, sondern immer nur theoretisch gesagt hast, dass du das könntest, wenn du wolltest, dann werden sie dir das tatsächlich einfach nicht glauben. Und sobald der Erste in dein Team kommt, der dann mal die zweifache, dreifache Leistung abruft wie du und somit selbst das Mindset hatte, dass es funktionieren kann, dann wird die Person sehr wahrscheinlich gar nicht so lange mehr bei dir bleiben, weil sie keinen Grund darin sieht, dir zu folgen. Denn sie hatte ja 10-mal bessere Ergebnisse als du. Ja? Und dementsprechend, ein Satz zum Ende. Für all die, die immer sagen, wenn ich wollte, könnte ich. Wenn du könntest, dann hättest du es gemacht.